Die erste Übung ist eine Variante des Beckenlifts. Der Rücken liegt auf dem Boden und die Waden liegen auf dem Ball. Die Arme sind weit ausgestreckt und dienen als Stabilisationshilfe. Hebt das Becken langsam vom Boden ab, streckt die Knie durch und hebt in der Luft ein Bein an. Spannt alles an, denkt an die Atmung. Nach 22 Sekunden wechselt ihr das Bein. Anschließend lasst ihr das Becken wieder langsam an. Variationsmöglichkeiten der Übung bieten zum einen die Arme. Ihr könnt die Position verändern, Stabilisation herausnehmen und dadurch mehr mit dem Körper arbeiten. Auf die Brust ist die schwierigste Variante. Oder ihr könnt in der Luft das Bein leicht absenken und anheben. Solche Tappings oder auch Kreise ziehen. Alles unter maximaler Körperspannung. Die schwierigste Variante dieser Übung ist, die Knie anzuziehen. Achtet dabei immer, dass die Hüfte in einer Linie zum Körper ist. Sie soll nicht einknicken.